Dynamo Dresden, Darmstadt, so mit Ansage, richtig Alter, Darmstadt. Das wär krass. Die Mainzer werden schlucken gegen die Bayern. Oh, ich sag aber, das wird erst auch mal hart. Sagst also ich sag, Mainz wird Bayern erstmal ein bisschen ärgern. Und Hoffenheim, Nürnberg macht Nürnberg. Das ich sag sogar, Mainz geht hier erstmal in Führung mit einem Amiri. Sagst du? Ja, ja. Aber ich sag hier Wolfsburg. Ich sag, Wolfsburg gewinnt gegen Dortmund und dann fliegt Sahin. Der Schein wird schon lange weg sein, oder? Ja, machen sie aber natürlich meistens nicht. Hat er gestern auch gesagt. Ja, ja. Timo Quatschkort. Ja, wir reden. Wir reden am Freitag dann im Stream. Also, ich will, ja gut, wir haben es ja. Wir haben es ja auf Ding. Wir haben es auf Kamera. Wir haben es auf Band. Wir haben es auf Kamera, würde man jetzt sagen. Ja. Tonband ist da. Da gehen wir dann nochmal durch. Gib mal deine Tipps ab. Ich habe meine. Also, ich sag, wer genau, mehr getroffen hat. Karlsruhe, Augsburg, Leverkusen, Leipzig, Stuttgart. Klar, ne? Klar. Ja, Kräuter Fürth, Wolfsburg, Köln. Hör dir die Kurve schreien! Köln. Okay, ja. Leider. Freiburg, Heidenheim, Frankfurt. Hier sage ich, Verlängerung Bremen gewinnt auch, bin ich bei dir. Union, Verlängerung Darmstadt gewinnt. Bayern gewinnt, aber Mainz wird ärgern, sage ich. Da sage ich immer noch, Amiri macht's 1-0. Und Hoffenheim gewinnt gegen Nürnberg. Sagst du. Ja. Köln in dieser Form schwer, Pokal ist trotzdem eigene Gesetze. Fünfer Sub-Bombe, wenn Dynamo wirklich Darmstadt hops. Deal, Deal, ist drin. So, ich würde sagen, wir schalten mal hier vorne rum. Barca hat Real ja, da können wir auch noch kurz drüber labern. Da ja. Ich war, wie gesagt, gestern im Holiday Park. Ich habe es leider nicht mehr gesehen, die letzten 5 Minuten noch gesehen. Wir haben uns heute Morgen kurz die Zusammenfassung noch reingezogen. Digga, es ist halt wirklich geisteskrank, was ein Hansi. Hallo Hansi! Ich denke, das war meine Aura. Ja. Meine Aura ein bisschen ich mit Hansi. Auch, der hat, weißt du, was er gemacht hat? Ich habe ja auch damals gesehen, dass Hansi das mit der Kamera aufgenommen hat. Da hat den Clip, spielt er, den er vor jedem Spiel macht, der Hallo Hansi! Was und ist, alles in Wach. Was alles ist, in Wach, was ja. Ist, okay, gut. Alles in Wach. Also, ist wirklich geisteskrank, ne? Ich sag auch. Der Heigo ist der wirkliche, der hinten dran Attacke macht. Oh, ne? Scheiße, Ancelotti, stimmt. Das was war denn aber danach noch? Ich weiß auch nicht. Boah, stink ich hier, ne? Der war richtig, wie er irgendwie rüber zum Hansi geht und dann irgendwie, keine Ahnung, was er da wollte. So auf die Art, so ey, jubelt nicht so oder so, keine Ahnung. Der war richtig stinkig, der Mann. Aber es ist wirklich, muss man schon sagen, ne? Ich meine, Lever ist jetzt auch schon ein bisschen wieder länger zurück in seiner Form. Mhm. Ne? Der ist auch gut eingeschlagen. Dem Mann machst du halt mit 36 nicht so viel vor, ne? Wenn da eine Flanke kalt reinkommt. Der hat zwar 2 Dinge auch gut liegen lassen, ne? So ist es nett. Aber ich sag dir halt auch die Abseitsfalle, okay, okay. Digga. Mbappé, der hat doch ein Trauma vom Pfeifen vom Schiri, Digga, wie oft er im Abseits stank, ne? Rafinha ist komplett da. Vielleicht müsste man es nochmal erklären, was abseits ist ein Mbappé. Ich sag, das war hier ein Total Rush Mbappé, der kann nichts. Also wirklich krank, was Barca. Wie Hansi die wirklich rausgezogen hat. Muss man wirklich sagen, ja. Und Yamin Lamal war auch wieder stark, wie das Ding eingeschweißt hat. Und die Bälle, die da auch spielt. Also muss man, ja, bin ich auch. Also ich fand letzte Saison, also ich hätte nicht gedacht, dass Barca da, Digga, 4-0 ist halt wirklich eine Ansage. Die haben auch gegen Bayern schon sehr stark gespielt, muss man halt auch sagen. Rafinha aktuell ist in der Form, das ist ja Wahnsinn. Mbappé nächste Woche mit Offside-Double-Boss-Spielerrolle. Nee, aber das ist wirklich krass, ne? Also da muss man schon den Hut ziehen, ne? Der Hansi und HW4, die haben da wieder ein bisschen was gezaubert, ne? Das ist auch so ein Rafinha, Digga. So, ich finde auch, weil Rafinha war immer so ein Spieler, das war kam schon immer ein geiler Zocker. Ja, aber es kam war, zu wenig rum. Es kam einfach so wenig rum irgendwie bei Rafinha, ne? Und unter Hansi, Digga, er hat einen Pimmel wie ein echter Brasilianer, so. Wisst ihr, wie ich meine? So, der dreht ja komplett durch. Der Deutsch-Brasilianer hat er außen gemacht, sage ich der Hansi. Vor allem, er holt jetzt mal aus seinen ganzen Sachen, die er da auch wirklich veranstaltet, da holt er auch mal Brot nach Hause. Ne? Sonst immer ja. War das immer so ein bisschen Techtelmechtel. Mittlerweile ist er so effektiv geworden, das ist unfassbar. Das ist wirklich krass. Und ich sag, was bei Real auch gestern noch reingekackt hat, war, dass sie kein Courtois hinten drin haben. Weil ich sag, so ein Courtois, das war ja also bei, jetzt auch bei Stuttgart Champions League oder sowas, der holt da hinten halt die Dinger ja. Raus und dann machen die vorne ihre Tore. Ja. Und ich fand gestern, Lunin hatten sie wieder hinten drin. Ja, ne, also ist halt kein Courtois. Ich sag halt auch, zum Beispiel das 1-0 ja. Von Lewandowski, wo der da aus 17 Meter das Ding flach ja. In die Ecke schiebt, sag ich euch ehrlich, Courtois, stich den. Und auch diesen Lupfer da, diesen Chipper, ja. Sag ich, das lasst ein Courtois mit sich auch nicht machen. Das sag ich auch, da ist das schon eine andere Nummer, ne. Ja. Und halt das Umschaltspiel und generell das Spiel halt nach vorne von Barca, ne, die Spieleröffnung ist halt wirklich unfassbar stark, ne. Petri halt auch. Langer Pimmel ist da, ne? Und die Abseitsfallen waren echt gut ja, für Barca. Haben wir ja. Uns auch nochmal eine Zusammenfassung. Digga, die haben das ja wirklich, die haben die da so reingeschickt, das war Wahnsinn. Mach Küchis, nee, dankeschön. Nee, Lunin hat safe, ich sag ja, Lunin safe, guter Torhüter. Der hat keine Fehler da drin, keine Aktien drin. Aber ich sag halt, Courtois, das ist so ein Hund, wenn du gegen den spielst, das ist immer einer, überleg mal Champions League Finale, der halt immer nochmal so 10% mehr sticht als ein anderer. Ja, safe. Wenn jetzt sogar 20%. Digga, allein schon 1 gegen 1 bei dem. Wenn der lange Lachs, der holt da Dinger raus.
So, das, die Aura einfach. Ja, die holt so jemand anderes halt. Ne, ja. Das ist halt schon nochmal der Unterschied. Der hält halt so viel Unhaltbare, wo du denkst so, what the fuck, so wo kam die belgische Krake gerade wieder her? Ja. So, das hat man halt auch gemerkt. Und halt, wie gesagt, Mbappé, ich meine, Vinicius hat auch gut einer verballert. Ja. Ne? So. Chancen hatten die, ich meine, Mbappé, der erste ja auch, aber war auch abseits, ne? War ja nur abseits bei dem. 0-4 war viel zu hoch. Kann ich jetzt, also da hätte man wahrscheinlich das ganze Spiel, sage ich mal so, sehen müssen. Aber, ja. Ja, das, also ich hab's auch nicht ganz gesehen. Mbappé 7-mal abseits. Ja, ich sag halt, das war halt schon Ghostcrack. Ich sag aber sogar, das macht die El Clásico auch wieder geil. Ja, in der Zusammenfassung sogar, ich meine, den einen muss halt auch Levi noch machen, ne? Ja, zwei Stück muss Levi eigentlich noch machen. Den, wo er an den Pfosten schießt? Den Pfosten und den anderen, wo er auch so reinflankt, wo er so eigentlich auch frei ist, wo er den dran legt, ne? Was haben wir eigentlich hier, Chat? Die haben ja auch hier ein bisschen auf die Kacke gehauen noch, ne? 200k-Pack einfach rausgehauen. Vielleicht packen wir es da ja heute mal einen Trailblazer zu ziehen. Chatty, wir können aber auch in den Sub-Chat mal alle Subs begrüßen, wenn nach 45 Minuten labern. Da heute nichts ziehen, dann weiß ich es auch nicht. Fangen wir mit denen ein bisschen an, damit was wir, dann gehen wir erstmal in die WL rein. Ich sag erstmal trockener Kaltstart in die WL.